ich meine, und er ist, weißt du, er ist ein Spieljunge. Schon, so einen hat man schon mal. Aber er ist immer vorsichtig mit dem, wie er spielt. Und du willst dich natürlich immer davor stellen, weil du willst ja auch immer. Ja? Also, alle wollen immer irgendwie. Weg ist er. Das Gute ist, dass wir jetzt einmal umziehen müssen. Oft ich gehe nach Südafrika und werfe mich da zwischen die Löwen und zwischen die Elefanten auf Pferd. Und ist auf meiner Facebook-Seite auch drauf. Weil das sind ja, meine Tochter ist eine hervorragende Ausbilderin. Und das ist wirklich einer, der muss von einer Person ausgebildet werden. Ach so. Weißt du? Und die, da darf nicht jeder mit retten. Würde ich auch gar nicht empfehlen, weil sie bildet sehr gut aus und der ist sehr jung. Der ist ein Baby. Und die andere, die Sokette, hat sie auch ausgebildet, mit der. Ja, ich komme kaum dazu. Guck mal, wie mein Tag aussieht, ne? Das ist ja bin heute auch noch. Dass ich die Gräfin Sonja, als ich noch mein Pressebüro in Lindau hatte, bei den jährlichen Nobelpreisträger-Tagungen kennengelernt habe und auch den Grafen Bernadotte damals und Lennart Bernadotte. Und wir immer vergnügliche Abende hatten und tiefe Gespräche eigentlich. Und dann habe ich mit meiner eigenen Filmproduktion damals PP Prominenz Privat hier gedreht. Da waren die Kinder, ich sage jetzt mal 6-, 8- und 12-jährig so ungefähr. Und darüber hat sich einfach eine langjährige Freundschaft entwickelt. Ich bin dann auch irgendwann, die haben hier eine interessante Fastnetzgesellschaft zum Ehrengartenzwerg ernannt worden, was eine große Ehre ist, neben, ich sage jetzt mal, Peter Alexander oder Rothenberger oder so. Und das ist wirklich immer sehr lustig, weil wir dann eben auch gemeinsame Abende haben oder auch mal gemeinsam durch die Straßen ziehen. Und was man übrigens mit Graf Björn und Gräfin Sandra sehr gut kann. Ne? Die sind sehr, sehr fröhlich aufgeschlossen und auch mit denen verbindet mich jetzt einfach mit der nächsten Generation ja, eine wirklich enge Freundschaft. Das ist die nächste Generation Graf. Das sind die, er wurde jetzt gerade 40, das ist das Fest, worüber wir gerade gesprochen haben, hier das okay. White Party. Nächste Woche sind es 3 Tage der Feierlichkeit und Sandra engagiert sich sehr hier im Jugendbereich und Gräfin Bettina, das ist die Schwester von Björn, ist sehr stark in der Geschäftsführung und die Kinder gemeinsam machen das also wirklich toll, nachdem die Mutter leider an Brustkrebs gestorben ist vor ein paar Jahren. Ne? Und Vater Bernadotte, klar, der war natürlich schon hoch in den 90ern. Aber das war schon ein ziemlicher Schlag und bis heute eigentlich ein sehr, sehr trauriger Verlust. Also nicht nur für die Meiner, für die Kinder, sondern auch für die Freunde, weil sie auch eine ganz besondere Frau war. Mhm. Und wie oft kommst du dann hierher? Ich komme relativ oft her, weil wir oft eingeladen sind. Wir werden eingeladen zum Krebsessen mit den Spaniern, Spaniern mit den Schweden. Wir werden eben privat eingeladen. Wir sind sehr oft im Schloss oder draußen. Aber ich genieße es immer, hier zu sein und ich streife dann unabhängig von den Einladungen auch ganz gern einmal durch die Insel, vor allen Dingen dann, wenn die Pforten geschlossen sind und man hier wirklich alleine für sich selbst die Pflanzenwelt und die Tierwelt genießen kann. Und welche magst du am meisten jetzt? Also die großen Bäume? Kann ich dir nicht sagen. Ich bin immer wieder begeistert von den Tulpen beispielsweise, welche Vielfalt es gibt im Frühling. Mhm. Dann bin ich von den Rosen begeistert, weil schon Rosen, die duften und schön. Also das ist alles ein Wunder der Natur. Das ist einfach wunderschön. Dann gibt es gemischte Pflanzen und natürlich die Bäume, weil so ein alter, großer Baum mit riesiger Rinde, der dir was zu erzählen hat, das hat auch was, finde ich. Total. Ja. Und jeder Baum ist hier anders. Es ist ja noch, man kann wirklich etwas entdecken, wenn man mit offenen Augen über die Mainau streift. Wo wir hier gerade sind, wo sind wir hier überhaupt? In Einsbach-Freudenthal.
ein Teilort von Allensbach. Okay, und mit welchem schönen Namen, oder? Genau, und der Name kommt eigentlich von dem Tal, über dem das Schloss liegt. Das ist erstmals erwähnt, ich glaube, im 12. oder 13. Jahrhundert in einem Verzeichnis der Güter der Grafen von Bodmann. Und in dem Tal wurde Frucht Fröde angebaut und daher kommt das Freudental. Wundern sich auch alle immer, warum wir... Wie heißt die Frucht? Fröde, also Getreide, einfach Frucht. Also der althochdeutsche Name für Frucht ist Fröde. Ach. Und daher kommt dann Freudental irgendwann. Das hat also gar nichts mit Freude und Jauchzen... Und zufällig nicht, nein. Aber das kann man ja heute anders schon interpretieren, ja, oder? Ja, genau, es ist doch wunderbar. Und... Was hast du mit diesem Anwesen jetzt zu tun? Ich bin einfach für dieses Ding verantwortlich. Das ist 2011 hat das der Herr Schwander gekauft, eben dieser Schweizer Besitzer. Und seit 2012 ist es ein Schloss und 2013 bin ich dazugekommen und ich leite das jetzt. Ist es nicht ein Schloss, sondern ein Hotel? Mein Gott, ich war wirklich lange. Wir sind ein Hotel, wir sind ein Hotel Garni und machen sehr viele Feiern und viele Seminare. Es ist gerade heute ein Tag zum Verschnaufen. Morgen fängt wieder ein großes Seminar an. Und man muss schon wieder alles rausholen und wieder reinräumen. Das ist immer noch besser, als im Büro zu sitzen und Rechnungen zu schreiben. Nein, nein, das ist überhaupt kein Problem. So schön. Und ja, das ist eine schöne Aufgabe. Aber sie würde gerne noch ein bisschen mehr Kultur machen. Und das ist so ein bisschen, gell, dieses Kultur. Weil sie kam eigentlich hier, die Karin kam her, weil sie gedacht hat, hier kann sie so richtig Kultur aus dem Boden stampfen. Und das ist so ein bisschen, das geht ein bisschen unter bei all diesen Feiern und Hochzeitsfeiern. Ja, also ich habe eigentlich mal Geschichte studiert vor vielen Jahren, insofern passt es. Und war dann aber lange in der Kultur als Produktionsleiterin bei Ballett und Oper. Und dann hat mich das einfach gereizt. Und das war so ein Impetus, hierher zu kommen. Und da muss aber erstmal dieses Hotel ins Laufen kommen, was es jetzt tut. Und jetzt müssen wir eben gucken, dass wir dann da auch noch Kultur reinbringen, diese vielen Feiern und Feste. Wir sind gut gebucht, alle wollen hier heiraten. Das verstehe ich gar nicht. Ich verstehe jetzt nicht, warum man hier heiraten muss. Und es doch so einsam ist. Ja, also es ist ja alles so furchtbar. Und ja, ich bin Freudental. Wer möchte schon in Freudental heiraten? Ja, genau. Tränendrüse oder wie die Alternative. Ja, das ist gut, ja. Nee, ist schön. Vor allen Dingen ist auch schön, was ihr noch nicht gesehen habt, diese zwischen diesen, oh, wie heißen diese Pflanzen da, die Tuyas. Diesen Tuyas, das ist so ein langer Schlauch. Gibt es hinten noch so ein, da kannst du auch wunderbar heiraten, wenn ihr mal endlich heiraten wollt. Und da hinten gibt es so, kann man so Stehtische aufstellen, da hatten wir auch schon mal eine Lesung, da warst du noch nicht da. Und wir duzen uns jetzt, Karin, gell, ich bin Gabi. Okay. Das ist die fünfte Karin in meinem engeren Bekanntenkreis. Und das ist auch sehr schön. Es hat einfach, also wenn man mich fragen würde, würde ich lieber hier heiraten, als für Mainau beispielsweise. Mhm. Weil das ist, hat so einen intimen Rahmen. Ne? Ja. Es ist so was Schönes, so was Kleines, so Gartenzimmer. Genau. Wir haben auch viele dann Trauungen so da. Also evangelisch, standesamtlich, frei, ganz wild und altkatholisch geht. Nur katholisch geht nicht. Die brauchen einen geweihten Raum. Und sonst heiratet aber alles da draußen bei uns. Da muss man vielleicht nochmal hingucken. Ne? Ja. Das können wir nochmal einmal drin, einmal draußen. Ja, und einmal reinmarschieren, so einfach mal einen Blick holen. Das ist immer wieder, also ich liebe das auch hier. Das ist eine schöne Aufgabe als Geschäftsführerin, oder? Ich finde das schön. Ist sehr intensiv, aber sehr schön. Sie sagte gerade, der Chef hier, der wurde ja 50 und hat genau was, eine halbe Woche, bevor er 50. hatte, erklärt, was er eigentlich alles will. Genau, also tatsächlich wird er in einem Monat 50, aber jetzt haben die ersten Feiern angefangen. Und das waren dann eben so ca. 100 Leute und wenn er eine halbe Woche vorher erzählt, was er alles noch zusätzlich haben will, dann wird es streng. Aber wir haben es hingekriegt, einschließlich Schmutzmatten und ich weiß nicht was alles auf dem Parkplatz da unten, dass die Frauen mit ihren High Heels nicht umknacken und Fotografen und Musik und ja, und Beleuchtung. Wir haben den ganzen Garten beleuchtet mit Scheinwerfern, das war toll. Die Tuyas hoch, so einzelne Scheinwerfer. Ach, so. Sagst du, ich möchte auch gerne auf die Gästeliste. Das klingt so ein bisschen wie... Aber das ist witzig, die sollen doch die Damen einfach hier aussteigen lassen beim Vorfahren. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dann hätten wir das Theater weg. Ich mache das immer so, wenn ich so High Heels anhabe, dann sage ich hier, Bremsstopp. Ja gut, aber wir haben ja hier den Apero gehabt, die mussten schon von hinten kommen. Aber sie hätten natürlich vorfahren können, dann wieder umdrehen. Aber ich habe gemerkt, je größer das Auto, desto geringer das Fahrvermögen. Ach, was? Was? Wie? Je größer das Auto, desto geringer das Fahrvermögen. Ja, das piept ja auch. Ich habe da, also ich hab einen nachts einen BMW beim Scheitern im Hof des Schlossbauern erlebt. Das war unglaublich. Er hat es dann geschafft, er ist mitten im Hof stehen geblieben, er konnte nicht mehr anders. Ist das witzig? Schreib doch mal ein Buch. Ja. Das ist halt lustig. Sag mal. Je größer das Auto, umso geringer das Fahrvermögen, da könntest du gar recht haben. Ne? Also
zeigt sich auch in meiner, in meinem Umfeld immer wieder. Ab einer gewissen Größe kehrt sich dann wieder um. So ausgebildete LKW-Fahrer, die können das. Das ist toll, da gucke ich gern zu. Ne? Weil ich bin ja ein leidenschaftlicher LKW-Fahrer. Also die ganzen Pferde-LKWs und so. Da hinten noch Anhänger dran, noch mehr und noch besser. Und dann rückwärts um drei Kurven rum, weil da musst du immer rückwärts denken. Ne? Mhm. Ich finde das genial, ich kann das gut. Und dann muss ich auch immer, gucke ich auch immer zu, wenn dann bei uns in Edeka und in Allensbach die LKW-Fahrer rangieren, ja. Weil die haben ja auch riesige Anhänger. Da gucke ich immer so zu und denke mir, kann das nicht. Die merken es auch immer, dass ich da interessiert bin. Und wenn es gut war, mache ich immer so. Oder freuen sie sich, waren auch so. Und wenn es schlecht ist, dann gucken sie gar nicht mehr her. Aber noch verrückter ist es, wenn dann so eine kleine Frau wie du hinter so einem Lenker sitzt und dann dieses so rückwärts jongliert. Das, ja, das ist dann beeindruckend. Das habe ich bei der Europameisterschaft erlebt. Da bin ich rückwärts und im Dunkeln mit dem Wohnmobil, mit Anhänger, wirklich so einen Feldweg runter und rechts war der Abgrund und musste mich also zwischen zwei schon stehenden Pferde-LKW in einrangieren. Und das habe ich gemacht mit einmal, das war kein Problem und ich bin ausgestiegen und die Männer rundum haben alle gesagt, eine Frau. Dann habe ich gesagt, ja und, kannst du Mann jetzt besser? Nein. Und dann war es gut, aber da hatte ich dann plötzlich so eine Hochachtung von allen, weißt du, na, ich bin blöd, gell? Als ob eine sehr, Frau per se rückwärts nicht einparken könnte, so ein LKW. Na ja, gut, aber man, es ist, das glaube ich ist noch, ist man so irgendwie noch nicht so gewöhnt. Nicht gewöhnt, dass also so viele LKW-Fahrerinnen gibt es ja nun doch noch nicht. Ja, das stimmt, ja. Aber also, das, ich habe immer gesagt, wenn ich mal richtig Geld kriegen würde von irgendwoher, ich würde mir keinen Ferrari kaufen, ich würde mir immer einen tollen Pferde-LKW kaufen. Der nach rechts ausfährt, nach oben ausfährt, die kosten nur eine halbe Million, die Dinger. Ne? Ja, mit so super Schlafkabinen. Oh, und dann wird die Pferde dann eben nicht mehr so, sondern so, dann stehen. So, genau, und dann fährst du vorne. Okay, das sind ja eben Zeit. Dann fährst du hier durch die kleinen Gästchen, weißt du, so, Hier rückwärts. Wunderbar, alles gut. Pferde hier ausladen, das muss ich sagen. In Deutschland nicht so schön, glaube ich. Jede Herausforderung ist darum angenommen zu werden. Oh Gott, das steht ihm natürlich total im Weg. Oder will der nur wenden? Nein, der will jetzt mit mir eine Besprechung zu seiner Hochzeitsfeier machen. Aha, na dann werden wir jetzt unser Gespräch schnell beenden. Da machen wir hier Platz. Ja, das ist alles schon eingerichtet. Der hat gestern Flurmittel in den Nacken gekriegt. Ah, okay. Ja, ich.